Liebe Katharina, am 3. Dezember feiern Sie einen runden Geburtstag. Und aus Anlass dieses Geburtstages haben Sie gesagt, Sie stellen die Bilder Ihres Lebens zusammen. Ich habe mir zwei rausgesucht, auf die ich besonders neugierig bin, weil ich finde, man kann die noch vielleicht anders erklären, als Sie im Buch, wo Sie immer kurze Texte dazu geschrieben haben, getan haben. Sie werden vielleicht sagen, die Bilder, die Auswahl der Bilder sagt mehr über mich als über Sie, aber wir lassen es einfach darauf ankommen. es ist dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob das die Kamera einfangen kann. Sie kennen es, ich drehe es mal kurz zu Ihnen um. Welches jetzt auf dem... Rechten, der rechten Seite. Man sieht Ihre legendäre Trainerin, Jutta Müller. Und man sieht Sie mit kurzen braunen Haaren. Ja. Und darunter steht nur handschriftlich... Der Blick, der sagt alles. Ja. Dieser Blick sagt eigentlich alles. Und ich habe mich gefragt, was ist was alles? Der sagt, was ist alles? Ja, das ist, da bin ich irgendwie 13, 14 und das ist während des Pflichttrainings. Und das Pflichttraining, das war echt langweilig. Also da hast du echt Kreise gedreht, achten, drei Kreise, da ging es darum, dass die Seitenachsen stimmten, dass die Mittelachsen stimmten, dass wenn man sechs Spuren gelaufen ist, aber man nur eine sah, die Preisrichter kennt man vielleicht noch so, die alten Bilder, dass die sich auf die Erde gelegt haben und genau geguckt haben, welche Kante, Außenkante, Innenkante, also das ist sehr technisch und das war mir immer ein Grauen und langweilig, weil ich wollte immer aufs Eis gehen, ich wollte tanzen, ich wollte Musik und habe dann auch manchmal während der Pflicht heimlich irgendwo in der Ecke eigentlich so Sprünge geübt, was eigentlich gar nicht geht, weil du hast bei Pflicht Kufen sind andere Kufen als in der Kür. Und dann hat mich das zur Strafe mein alter Trainer dann auch damals während der Kür dann halt Pflicht laufen lassen und lauter solche Dinge. Und das ist halt so das Foto, wo ich denke, oh nein, nicht schon wieder ein Pflichtbogen, bitte lasst mich Kür laufen. Und haben Sie diesen Unmut auch mal rausgelassen, außer durch Sprünge? Haben Sie das auch mal gesagt? Ich mag naja, witzigerweise wächst man in diese langweilige Pflicht rein, weil wenn man dann älter wird und ein bisschen reifer und ein bisschen gesetzter, dann macht die Pflicht wieder Spaß, weil die ist dann nicht so anstrengend gewesen so mit 18. wie das Kürtraining, ja, so ab 20, okay. Wo ich dann noch in der Pflicht sozusagen bessere Noten bekommen habe. Die gibt es ja auch seit den 90er Jahren gar nicht mehr. Die wurden dann leider erst nach mir abgeschafft. Mhm. Ich musste noch voll mitnehmen und ich habe dann halt lieber dann auf der Pflicht gestanden, das waren manchmal selbst 2 oder 3 Stunden, habe dann entweder früh um 7.30 Uhr mal so ordentlich laut genießt, sodass alle mit mir aufgewacht sind in der Halle oder habe dann irgendwie mir immer schöne Geschichten überlegt. Ich stand dann so auf der Pflicht und lief meine Bögen und hatte dann immer irgendwelche Filmgeschichten oder Träume, die durch den Kopf gingen. Also deswegen wurde ich dann in der Pflicht nicht so. Jetzt zeige ich Ihnen auch noch das zweite Bild. Ich glaube, es ist ein berühmtes Bild von Ihnen, nur ich kann es nicht mehr zuordnen. Ja, man sieht, mit Frau Müller. Ja. Man sieht sie weinen. Ich glaube, wir haben es sogar das vorher abfotografiert. Insofern muss man es jetzt nicht komplizieren über meine Schulter, aber Sie kennen es. Was? Ja, weil es das ist so ein Moment, da sind ganz viele Momente, die sich bei mir abspielen. Das ist meine letzte Weltmeisterschaft 1988 in Budapest. Also ich wurde dann zum zweiten Mal schon Olympiasiegerin. Ich war dann vierfache Weltmeisterin und ich wusste, ich höre auf. Und ich wusste, es gab natürlich schon eine Art Deal, dass ich Shows laufen darf. Aber ich wusste ja nicht, wie lang. Also ich wusste, da kann ich so ein paar machen. Und man ist 22, du bist extrem jung. Du hast eigentlich alles vor dir, aber in deinem Sport hast du schon alles hinter dir. Und plötzlich geht das alles so in deinem Kopf herum. Und ich wollte noch weiter auf dem Eis stehen. Ich war ja leidenschaftliche Eiskunstläuferin. Wenn mir da jemand gesagt hätte, du stehst eh noch 20 Jahre auf dem Eis, hätte ich bestimmt anders geguckt. Aber in dem Moment war ich einfach so traurig, ja, weil die Wettkämpfe waren vorbei. Ich war froh, also eine Riesenlast fiel von mir ab. Aber es war ja auch eine schöne Zeit und dafür ist man ja Leistungssportler, um rauszugehen, den Wettkampf zu bestreiten, zu sagen, hey, ich gewinne und du wirst nur Zweiter oder so. Jetzt haben Sie einen Schuss frei. Ah, ja. Sagen Sie mal, welches Ihr Lieblingsbild ist und ich deute es dann. Ich habe wirklich, ich habe kein Lieblingsbild. Dann zurück. Gar nicht, ja. Okay. Also, ja, ich natürlich so denke ich, oh, das waren noch Zeiten, da war ich 18. Ach so, okay. So bei dem, na, da denkst du, ach je. Schönes Bild. Aber ich finde das ja jetzt irgendwie doof, dass man sagt, man wird jetzt 50 und jetzt hat man ein Buch rausgebracht. Also die Zahl kam ja so oder so. Ich hab's nicht gesagt. Ja, aber weil man wird natürlich jetzt immer angekündigt. Ich meine, wir werden alle 50, wir werden alle älter, wir sind jünger. Manche sind auch schon 50. Aber das war, oder manche schon, ja.
Und hier, hier, Lauterbach. Ja, das ist die Alternative. Und ich bin ja immer jemand, der immer so nach vorne guckt und immer weitergemacht. Also es ging ja dann trotzdem nach, selbst nach diesem traurigen Bild, wo ich da in Budapest saß, ging es ja dann zum Glück auch immer wieder weiter auf dem Eis und in verschiedenen anderen Dingen. Aber es war tatsächlich eine schöne Gelegenheit, jetzt in diesem Jahr mal doch alles so Revue passieren zu lassen und einfach sich dann auch mal hinzusetzen und zu sagen, ach Mensch, man hat echt schon so viel geschafft und ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt und wollte das einfach in dem Buch darstellen. Und okay, mit dem Verlag zusammen, die hatten halt den Wunsch geäußert und dann war das total schön, durch die Bilder durchzugehen und eigentlich jeden Tag ging es immer, ach, guck mal und schau mal und dies und darf dieses. Die Lektorin, die musste immer streichen. Die Texte haben Sie aber selber geschrieben, oder? Alles, ja, komplett selber. Okay, aber da habe ich auch zu viel geschrieben oder auch immer gestrichen. Ich lese immer was vor, was Sie da geschrieben haben. Ja. Manchmal verdamme ich diese gnadenlose Disziplin und Perfektion, mit der wir Leistungssportler erzogen sind. Es kann ein Fluch sein, Fluch haben wir gerade über Anatol, wenn man nicht irgendwann lernt, loszulassen. Und gleichzeitig kommt in Ihrem Buch immer wieder in den Texten, die Sie geschrieben haben, das Wort Glück vor. Ich habe einfach Glück gehabt. Jetzt würde ich so wahnsinnig gerne wissen. Sie haben das Buch echt gelesen, ja, nicht na, nur die Bilder angeschaut. Wow. Ja, das denken wir. Da ich die 50 überschritten habe, könnte ich auch sagen, ich bin aus dem Alter, wo man sich Bilder anschaut, raus. Also, wie viel ist Können, Disziplin, Talent? Und wenn Sie jetzt ehrlich sind, wie viel ist Glück, das man gehabt hat? Und was war bei Ihnen Glück? Ich glaube, das Glück ist einfach immer das letzte Quäntchen, was man dann hat. Weil es gibt so viele Menschen, die sind so fleißig und die haben auch wirklich so viel geleistet und irgendwas fehlt, also entweder auch im Sport, wenn ganz viele gegeneinander antreten. Wir sind ja dann, wenn wir bei den Olympischen Spielen, da sind ja mindestens 5 oder 6, die gleiche Liga haben, bis zu 10. Und da ist letztendlich natürlich entscheidend, wer in der Sekunde oder in der Hundertstelsekunde das die Nerven behält. Aber ich finde so zu allem. Aber sagen Sie mal ein konkretes Beispiel, wo Sie richtig Schwein gehabt haben. Ja. Alles irgendwie, vieles. Also, wenn Sie mir kein Beispiel nennen, frage ich Sie, war es für Sie zum Beispiel ein Glück, in der DDR aufgewachsen zu sein? Ja, das auch. Also ich glaube schon, dass es war ein Glück, dass es dort dieses geförderte Sportsystem gab. Und dadurch hatte ich das Glück, meinen Traum auszuleben. Und mein Traum, der war halt mit 5,5, ich werde Eisläuferin. Ich hatte nicht den Traum, ich werde Olympiasiegerin. Das war ja so witzig. Meine Mutti meldete mich damals an und mein erster Trainer sagte, ach, lassen Sie mal da, aber eine Weltmeisterin kann ich Ihnen nicht versprechen. Vierfach. Und natürlich kommt das dann, wenn du in diesem System dann drin bist. Dann ist ja logisch, dass du Leistungssportler bist. Dann guckst du die Läufer, die vor dir sind. Dann willst du besser sein als die. Du möchtest die Medaillen. Dann kommt natürlich dieser Traum. Ich will mal bei Europameisterschaften, Olympischen Spielen sein. Und logischerweise will man ganz oben stehen. Aber wissen Sie, warum ich Sie beneide? Ja. Also nicht um die Olympiamedaillen und so. Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen größenwahnsinnig. Aber wo auch immer man etwas liest über Sie in Ihrem Buch oder wo ich was gelesen habe, ja? Man merkt, egal was kam, egal was, auch wenn was peinlich war, wie die Fotos mit Honecker oder die Rolle, die sie spielen mussten in der DDR, ob man irgendwie dann eine Niederlage einstecken musste. Sie haben immer wieder gesagt, das hake ich ab und freue mich auf das Nächste, ja? Was so kommt. Wie macht man das? Ja, ich glaube einfach, ich bin extrem dankbar für all das, was ich tun durfte. Und die Fehler, die man im Leben macht, die gehören einfach zu dem gesamten Puzzle dazu. Also man lernt ja aus den Fehlern dazu. Und ich finde auch gerade in der heutigen Zeit manchmal traut man sich zu wenig zu, weil man Angst hat vor Fehlern. In der Politik vielleicht manchmal, dass man nicht das sagt, was man eigentlich wirklich denkt und was vielleicht auf den Punkt wäre und die Wahrheit ist. Und man hat Angst, dass dann die Quoten sinken und man nächstes Mal vielleicht nicht gewählt wird. Also ich glaube, da muss man auch einfach sagen können, selbst wenn es in dem Moment ein Fehler ist. Und viele Dinge, ja, das gehört einfach dazu. Sind Sie heute? Ja, kann ich Ihnen noch nicht mal jetzt Man trifft ja Entscheidungen. Jeden Tag ist eine neue Entscheidung. Und ich glaube, ich habe einfach auch Glück gehabt, dass, wenn ich an der Kreuzung stehe, dann habe ich das
erkannt, da ist eine Kreuzung und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und egal, ob ich die jetzt richtig getroffen habe, vielleicht bringt die mich ja auf einem Umweg zu der anderen Entscheidung, die irgendwann mal die richtige gewesen wäre. Aber das ist ja alles eine Summe an Dingen, die man erlebt, die dich ja auch ausmachen. Und ich finde, ich habe halt auch extrem viel Glück im Leben gehabt. Ich habe keine schlimmen Schicksalsschläge bisher erleben dürfen und habe mein ganzes Leben... Müssen. Und das weiß ich einfach und bin da sehr dankbar für all das, was ich habe. Und das heißt, 4 Wochen vor Ihrem Geburtstag, würden Sie sagen, sind ein glücklicher Mensch? Ja, total. Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Danke, danke.